Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Im Shumon Katoshu, einer Koansammlung für fortgeschrittene Zen-Übende, da heißt es im Fall 82: Lass täuschende Gedanken fallen. Und darin heißt es: Wenn immer Fenshu Wuye oder japanisch Funshu Mugo eine Frage gestellt wurde, sagte er einfach: Lass täuschende Gedanken fallen. Das war sozusagen das Einfingersen von diesem Meister. Ja, ja, und der studierte Mahayana Sutras und so weiter, war in einem bestimmten Tempel viele Jahre und so. Und er war berühmt dafür, dass er sich in diesen chinesischen Gedichten, die sind immer in so fünf Zeichen, fünf Blöcke, also eine bestimmte Form ist das, da konnte er sich immer gleich so einen ganzen Block merken. Ja, also fünf, nicht nur fünf Zeilen auf einmal, sondern einschließlich der Bedeutung der Zeichen. Und das hat ihn ausgezeichnet. Und eines Tages besuchte er Meister Ma, also Basso. Und als er den sah, bemerkte Meister Ma diese imposante Erscheinung von diesem Mönch und sagte: Tja, eine beeindruckende Buddha-Halle, aber kein Buddha drinnen. Und der Wuye, der kniete dann nieder und sagte: Ich habe das studiert und verstanden, nämlich die Lehre der drei Fahrzeuge. Aber die Zen-Lehre, die habe ich noch nicht wirklich verstanden. Und daraufhin antwortete Matsu: Dieser Geist, so wie er ist, ist Buddha. Es ist der Geist selbst. Ja. Gut. Und Wuye hat das trotzdem noch nicht verstanden und fragte: Was ist das heimlich übermittelte Geistsiegel, das die Patriarchen aus dem Westen mitgebracht haben? Und da sagte der Maso: Tugendhafter Mönch, du wirst langsam nervig. Geh jetzt und komm andermal wieder. Und als der Wuye dann heraustrat, rief Maso ihm nochmal nach: Tugendhafter Mönch! Und als Wuye sich umsah, sagte Maso: Was ist das? Und Wuye verstand und verneigte sich. Aber Maso war da immer noch nicht mit einverstanden und sagte: Ach Gott, dieser dumme Trottel, was hat es mit diesen Verbeugungen auf sich? Ja? Und Wuye ließ daraufhin Meister Ma zurück und reiste in die Berge und besuchte dann die Gedenkpagode des sechsten Patriarchen und andere heilige Orte und so weiter. Und schließlich ließ er sich in einem berühmten Tempel wieder, Kaiyuan Si. Und
dort übte er 20 Jahre und lehrte den Dharma. Und interessant ist, er wurde wiederholt an den kaiserlichen Hof eingeladen, lehnte jedoch stets aus gesundheitlichen Gründen ab. Schließlich stimmte er zu, an den kaiserlichen Hof zu kommen, badete und rasierte sich den Kopf, dann rief er seine Jünger zu sich und sprach: Eure Natur, die ihr seht, die sieht, hört, wahrnimmt und erkennt, hat das gleiche Alter wie der leere Raum und wird weder geboren noch ausgelöscht. Alle Zustände sind ursprünglich leer und es gibt nichts zu erreichen. Die Verblendeten verstehen dies nicht und werden von Phänomenen getäuscht. So wandern sie endlos weiter. Wisset, dass die Geistesnatur von allem Anfang ist. Diese Geistesnatur ist von Anfang an vorhanden. Sie wird nicht hergestellt und wie ein Diamant kann sie nicht zerstört werden. Alle Dinge sind nur wie Schatten und Echos, bar jeder Essenz. So sagt das Avatamsaka Sutra. Nur dies ist wahr. Das, was Zweiheit ist, ist es nicht. Wenn du dir immer bewusst bist, dass alle Dinge leer sind, dann gibt es nichts, worin man sich reinhängen könnte. Auf diese Weise nutzen die Buddhas ihren Geist. Bemüht euch immer, dies zu praktizieren. Der Meister starb dann im Sitzen. Ihm wurde der Ehrentitel nationaler Lehrer Dada verliehen. Zum kaiserlichen Hof gelangte er nicht. Ja, dann hatte ich ja schon erwähnt, dass Meister Genscher, der als Fischer gearbeitet hat und ein völlig unbelesener Mensch war, dass der plötzlich die Einsicht hatte, das Universum in den 10 Himmelsrichtungen ist eine leuchtende Perle. Darüber haben wir heute Morgen schon kurz, habe ich euch heute Morgen schon kurz erwähnt. Und der Dogen hat das ja aufgegriffen und hat dazu noch einige Kommentierungen gemacht. Das wirkliche Sein dieser leuchtenden Perle ist ohne Anfang und ohne Ende. Und das ganze Universum in den 10 Richtungen ist eine leuchtende Perle. Meister Genscher spricht nicht von 2 oder 3 Perlen. Das ganze Universum ist das eine wahre Dharma-Auge. Das ganze Universum ist der wahre Körper der Wirklichkeit. Das ganze Universum ist die strahlende Klarheit. Und das ganze Universum ist das ganze Universum selbst. Und wenn das ganze Universum ist, wird es nicht durch sich selbst behindert, sondern es hat die vollkommene Rundheit einer Perle, die rollt und rollt. Da es eine Eigenschaft der leuchtenden Perle ist, sich auf diese Weise zu verwirklichen, gibt es heute Avalokiteshvara und Maitreya, die Formen sehen und Klänge hören. Und es gibt
alle Buddhas und es gibt alte Buddhas, es gibt neue Buddhas, die ihre Körper offenbaren und den Dharma lehren. Genau in diesem Augenblick ist alles im ganzen Universum eine leuchtende Perle. So, das sagt Dogen dazu, ja. Und ich habe schon angesprochen, dass diese leuchtende Perle allumfassend ist. Sie enthält alles. Das Bild vom Saturn auf die Erde und der schöne blaue Glanz unseres Heimatplaneten ist auch ein Symbol dafür, dass diese schöne blaue Perle, die man vom Saturn aus sehen kann, mit der Raumsonde Voyager, dass die tatsächlich alles enthält, was auf diesem Planeten los ist. Die Klimakatastrophe, die Abgasnorm, die fortschrittliche Pädagogik, die Permakultur, all das, was wir in unserer Lebenswirklichkeit wahrnehmen, dem wir begegnen können. Manchmal wollen wir es abwehren, manchmal heißen wir es willkommen. Ja, alle diese Dinge machen die Wirklichkeit dieser glänzenden blauen Perle aus. Und es hat etwas Tröstliches, wenn wir uns das klar machen, weil wir ja immer wieder an Punkte kommen, wo wir am Sinn unserer Existenz zweifeln, an den Fähigkeiten der Menschheit zweifeln, die Herausforderungen, die sich ihr stellen, angemessen zu begegnen, weil wir auch in unseren ganz persönlichen Beziehungen immer wieder auf Partner stoßen, die sich in irgendeiner Weise so verhalten, dass wir damit nicht richtig klarkommen. Und naja, da fällt es uns halt nicht so leicht zu sagen, ja, auch dieser Partner ist die blaue, glänzende Perle. Manchmal ist es eine Zumutung, aber manchmal ist es auch ein Wunder. Und so dieses Schwanken zwischen Zumutung und Wunder, das gehört zu unserem Lebensschicksal. Ja? Und als Zen-Übende versuchen wir natürlich, uns rückzukoppeln mit der Grenzenlosigkeit, weil wir wissen, da kommen wir dem Glanz des Universums irgendwie am nächsten und schaffen es, mit dieser Widersprüchlichkeit der Wirklichkeit klarzukommen. Ja? Ja, also diese eine strahlende Perle ist ein wunderbares Bild, was uns unterstützen kann, alles anzunehmen in seiner Gesamtheit, was uns begegnet und vor nichts zu fliehen. Es ist eine Aufforderung, nicht nur zu genießen, sondern auch in bestimmten Situationen mehr standzuhalten. Also, wenn wir in der Partnerschaft gewisse Zumutungen erleben, wie Ärger und so weiter, Nörgeleien, dann gibt es häufig eine Reaktion in uns, die sagt, nee, nicht mit mir oder das ist dein Problem oder wir haben die verschiedensten Formen, das abzuwehren. Aber wir haben auch die Möglichkeit, standzuhalten und mit der Gegenwart dieses Geschehens zu sein, ohne es zu be- und verurteilen.
Und in dieser Richtung gehen die Anregungen der großen glänzenden Perle, der leuchtenden Perle, der einen einzigen allumfassenden Perle. Nun hat der Umon in dem Chor Nummer 39 einen Fehler beim Sprechen. Ein Mönch dabei erwischt, dass der solche schlauen Sprüche wie von der blauen Perle einfach mal so als seins ausgibt. Ja? Der kommt nämlich zu Umon hin, dieser Mönch, und sagt, Buddhas Glanz erleuchtet still das ganze Universum. Und der Spruch geht noch eigentlich noch weiter, aber Umon unterbricht ihn und sagt, das sind doch nicht deine Worte, das sind doch die Worte von Chosetsu, dem Genius. Und da sagt der Mönch so kleinlaut, ja, das stimmt. Er sagt, Umon, du hast beim Aufsagen geschlampt. Und interessanterweise gibt es also dieses Gedicht des Chosetsu wirklich, und das ist für uns auch sehr interessant, uns damit zu befassen. Ich habe auf Anregung von Jörg das jetzt nochmal in mein Tesho aufgenommen. Weil Jörg, der hat das jetzt ein halbes Jahr lang ununterbrochen praktiziert und hat den besonderen Juice dieses Gedichts am eigenen Leibe erfahren. Und also Chosetsu, der kam mal zu Sekiso und war angezogen von Sekiso, weil der so eine intensive Art hatte, Zen zu praktizieren. Und Sekiso fragte ihn, wie heißt du denn? Und er sagte Chosetsu, ja, mein Familienname ist Cho, mein Vorname ist Setsu. Das Wort Setsu heißt so viel wie ungeschickt. Und Sekiso meinte, es ist unsinnig, geschickt sein zu wollen. Sag mal, woher kommt deine Ungeschicklichkeit? Und bei diesen Worten hatte Chosetsu eine plötzliche Erleuchtung. Und dann schrieb er dieses Gedicht, was Gegenstand dieses Koans ist. Und da heißt es dann in dem Vers weiter, der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Wissen und Unwissenheit, Empfindsamkeit und Dumpfheit sind von der gleichen Art. Keine Gedankenaktivität entsteht mehr. Alles ist einfach so. Die geringste Bewegung der sechs Wurzeln verdeckt es. Es bringt nichts Gutes, die Verblendung abzuschneiden. Nach dem Absoluten zu suchen, ist verflucht. Es ist nichts Schlechtes daran, sich um Weltliches zu kümmern. Nirvana und Samsara sind nichts als Blumen am Himmel. Und Blumen am Himmel sind, ist der östliche Ausdruck von Projektion. Ja? Ihr kennt das, man guckt an den Himmel und dann rieseln da solche Blasen über unser Auge und geben uns den Eindruck, als ob die da am Himmel lang schweben. Tun sie aber nicht. Sind Bestandteile unseres Körpers und unserer Wahrnehmung. Und so verhält es sich mit allen Projektionen. Wir machen die an anderen fest, an irgendwelchen Gegebenheiten, aber in Wirklichkeit ist das Blumen am Himmel.
Ja, und wie gesagt, das war das eigentliche Gedicht von diesem wunderbaren Shosetsu, The Genius. Und was da ebenfalls draus spricht aus diesem Gedicht, ist seine große Bereitschaft, alles zu empfangen und alles zu akzeptieren und nicht zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Für ihn gehört alles dazu. Nach dem Absoluten zu suchen, ist verflucht. Ja? Verblendung abschneiden zu wollen, das bringt nichts. Ja, und sich um die Welt zu kümmern, ist sehr wichtig, ja. Gut, also das war jetzt Shosetsu mit seinem, und er setzt den Reigen dessen fort, was wir schon erörtert haben, mit der blauen Perle. Und weil wir gerade mal an so einem Punkt sind, wo diese Alten zu uns sprechen und der Fenshu Wuyi uns auffordert, alle täuschenden Gedanken fallen zu lassen, immer und ewig und immer wieder, und uns nicht in Projektionen zu ergehen, möchte ich noch einige Bemerkungen anfügen zu den wichtigen Lehrern, die ich in meinem Leben gehabt habe, spirituellen Lehrern. Und da ist zu allervorderst natürlich Oisaidan Roshi zu nennen, der ab 1982 Zen-Sessions in Deutschland anleitete und der zuletzt in Steierberg war während der Expo 2000 und der mich damals mit der Repräsentation seiner Lehrtradition in Deutschland betraut hat. Und der 83. Rinzai-Patriarch nach Shakyamuni Buddha in seiner Dharma-Linie war. Er studierte übrigens Philosophie an der Universität Kyoto und einer seiner Lehrer war Hisamatsu Shinichi, der auch die fünf Goi, die fünf Verhältnisse von absoluten und relativen kommentiert hat in einer wunderbaren Schrift auf Deutsch, die er selber noch Korrektur gelesen hat, weil er eben Deutsch konnte. Und Roshi fand diesen Lehrer so interessant, dass er kaum Philosophie an der Uni studierte, sondern in den Nachmittagsveranstaltungen, die bei Hisamatsu zu Hause jedes Wochenende stattfanden und der auch ein sehr aktiver Zen-Übender selber war. Und Hisamatsu war einer der Nachfolger von Nishida und Nishida war der Gründer der philosophischen Schule von Kyoto. Ja? Also später hat unser Roshi selbst Philosophie unterrichtet als Professor an der Universität Kobe. Ja, und schließlich ist er auch zu uns nach Steierberg gekommen und hat unsere Sendung 1986 eingeweiht. Und ich habe von ihm sehr viel gelernt. Er sagte zum Beispiel, entwickle das Heilsame und läutere deinen Geist. Das ist Buddhismus. Das ist auch der Kernpunkt des Zen. Sazen üben heißt den Geist reinigen, leer machen, nicht denken. Das Hanya Shinyu, das Herzstück der Lehre des Buddha, sagt, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form. Noch ist Form verschieden von Leerheit. Der Himmel, die Erde und du, ihr habt dieselbe Wurzel. Alle Wesen, alle Dinge
haben die Buddha-Natur, mit anderen Worten, sind die glänzende Perle, die das ganze Universum umfasst. Er hat uns mitgenommen auf eine gemeinsame China-Reise. Wir waren sind zum Shaolin-Tempel gereist, haben den Abt dort gesprochen, haben einen Raum angeschaut, den angeblich Bodhidharma auch, in dem der sich aufgehalten hat. Ja. Dann waren wir bei dem ersten chinesischen buddhistischen Tempel, dem Weißpferd-Tempel in der Nähe von Luoyang, der alten chinesischen Hauptstadt. Und auch dort sind wir dem Vertreter des Abts begegnet und der hat uns da sehr herzlich empfangen. Und wir haben noch viel von dem Tempel erfahren. Und das war so anrührend, dass eine Schülerin des Roshi, die aus Polen kam, gerne in Polen ein Wakobaji aufmachen wollte, ein Weißpferd-Tempel. Und das hat nicht geklappt, aber wir haben jetzt bei Ewe eine Weißpferd-Zen-Klause aufgemacht, ja, die wir neulich eingeweiht haben. Und ich hoffe, dass das nochmal ein wichtiger Mittelpunkt der Zen-Übung werden wird. Ich selbst hatte irgendwann mal eine ganz schwere Krise mit Zen. Da habe ich das Koan Nummer 52 Hikigan Roku bearbeitet, Joshus Brücke. Und ich kam und kam nicht weiter. Nun war das auch nicht so einfach, weil damals ging die Post 7 Tage von Japan nach Deutschland und wieder 7 Tage von Deutschland nach Japan. Also selbst wenn er sich sofort um meine Koan-Antwort kümmerte, dauerte es immer 14 Tage, bis die Antwort kam. Naja, und wenn dann da wieder stand, please practice again, nach 14 Tagen, könnt ihr euch vorstellen, wie man dann euphorisiert wird. Ja. Hab ich schon immer gewartet, kommt jetzt wieder mal ein Brief des Roshi, dann kam einer, ja, practice again und so weiter. Und in dieser Phase habe ich dann Roshi zurückgeschrieben und habe gesagt, also das hat keinen Zweck mit der Zen-Übung und ich lasse es jetzt. Ich habe keinen Bock mehr auf Zen. So, und daraufhin, da schrieb er mir zurück, you cannot escape Zen. Zen is life and life is Zen. Das musste ich dann einsehen, dass das richtig ist und habe dann die Übung fortgesetzt. Naja, dann hatten wir noch mal eine denkwürdige Szene, die kann ich auch hier noch kurz berichten. Als er schon Abt im Hokuchi-Tempel war, da hatten wir so ein ziemlich hartes Wintersession und da lud er mich ein, mit ihm zusammen in die Nachbarprovinz, in so ein Hotel zu fahren, wo es warme Quellen gab und so. Und dann haben wir uns für den nächsten Morgen um 7 Uhr verabredet, da in diesen heißen Quellen. Und als ich um 7 Uhr kam, war er schon längst da. Und ich hatte gerade mit Kosan ein interessantes Tesho von ihm übersetzt, wo es um Sein und Nichtsein und solche schwierigen Fragen ging. Und er hatte da so ein schönes Bild von Basso unter anderem verarbeitet, nämlich dass irgendwo die Grenze zwischen Himmel und Meereshorizont nicht genau und scharf zu erkennen ist, weil über dem Meer ist Nebel und am Himmel sind Wolken. Und wo hört das Meer auf und wo fängt der
Himmel an und so weiter. Und das hat er als Beispiel für Fuzzy Logic genommen. Fuzzy Logic, unschärfe Logik, ist etwas Wichtiges auch im technischen Bereich. Fuzzy Logic ermöglicht, Begriffe zu verwenden, die unvollständig sind. Ihr seht immer bei den Apple-Computern, da ist so ein Apfel drauf, wo so eine Sache rausgebissen ist. Ja? Hat einer schon reingebissen. Also ist das dann noch ein ganzer Apfel oder ist der Apfel schon auf dem Wege, was anderes zu sein? Ja? Und die Fuzzy Logic ermöglicht also, mit solchen unvollständigen Begriffen umzugehen. Und war zum Beispiel, wurde die angewendet in den automatischen Zügen, die in Kobe und sonst wo unterwegs sind. Habe ich mich mal erschrocken, gehe ich in so einer U-Bahn ganz vorne durch, ja, zum Führerstand und da ist keiner. Wo? Habe ich erstmal einen Schock gekriegt, ja. Aber die Türen gehen auf und zu, die Leute werden reingelassen, rausgelassen. Alles funktioniert bestens. Und dank der Fuzzy Logic wird auch einer, der nur auf einem Bein und mit Stöcken daherkommt, noch als Fahrgast erkannt. Na, normalerweise würde man sagen, nee, wenn der keine zwei Beine hat, dann soll der hier nicht einsteigen. Ja? Aber die können da reinhumpeln, alles okay, dank der Fuzzy Logic. Gehen die Türen auch für diese Menschen auf und zu und so weiter. Ja. Und das hat noch viele andere interessante Sachen. Und hier im Westen tun wir uns absolut schwer mit der Fuzzy Logic. Wir wollen immer genau definierte Begriffe haben, wie ich schon neulich wieder erlebt habe mit der Telekom. Die Telekom verlegt bei mir Glasfaserkabel. Die Glasfaser liegt schon bei mir im Keller und es fehlt jetzt noch der Anschluss an eine Fritzbox, damit ich das nutzen kann. Und Telekom hat mir im Rhythmus von mehreren Tagen immer wieder Briefe per Mail geschickt, dass das Service-Team demnächst anrücken wird, dass es wichtig ist, dass ich meine Vorbereitungen abgeschlossen habe, dass ich bestimmt habe, den Ort, wo die Fritzbox hin muss und dass ich die ganzen Leerrohre da gelegt habe, in die das Kabel dann eingezogen werden kann und so weiter. Und haben dann angekündigt, am 3. April kommt definitiv jetzt die wunderbare Glasfaser zu Ihnen ins Haus. Ja? Ja, und tatsächlich am 3. pünktlich um 8 Uhr morgens erschien ein Telekom-Techniker und sagte, ja, wo ist denn jetzt hier die Stelle? Und dann sagte der, das ist aber hier Haus Nummer 5. Ich habe einen Auftrag für Haus Nummer 6. Und da habe ich gesagt, ja, die Telekom hat sich geirrt. Meine Hausnummer ist 5. Und die haben mich öfter mal angeschrieben. Ich habe gesehen, da ist von Hausnummer 6 die Rede. Und ich habe auf verschiedensten Wegen versucht, die Telekom darauf hinzuweisen, dass der Bereich, der angeschlossen wird, in Hausnummer 5 liegt. Es kam immer wieder zurück, no reply und so weiter. Da dachte ich, dann werde ich es dem Techniker eben sagen, wenn er kommt. Und dann hat der gesagt, tut mir leid, ich kann hier jetzt die Arbeiten nicht durchführen. Auf meinem Auftrag steht Rosenanger 6 und Sie wohnen hier Rosenanger 5. Ist zwar richtig, dass da Ihr Name steht und alles Mögliche, aber so. Dann habe ich gesagt, können Sie nicht mal anrufen bei der Stelle, die diesen Irrtum begangen hat und kurz mal sagen, dass doch eigentlich Rosenanger 5 gemeint ist, dann hat er 4 Direkttelefone, also die für diese Techniker normalerweise direkt erreichbar sind, angerufen. Und jedes Mal kam so eine Nachricht.
ja, alle Leitungen sind zurzeit besetzt und so. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, habe ich gedacht, na schön, dass die Techniker auch mal dieses Erlebnis haben von diesen unglaublichen Dienstleistungen, die die Telekom uns so bietet. Ja, und schließlich hat er jemand erreicht. Und mit dem hat er darüber gesprochen, ob das nicht möglich ist, aus Nummer 6 einfach Nummer 5 zu machen. Und der hat gesagt, nein, das ist nicht möglich. Der Auftrag muss storniert werden, der Antrag muss neu gestellt werden, weil das mit der ganzen KI da sonst durcheinander kommt. Und also es muss gelöscht werden und irgendwann werde ich einen Termin bekommen, neuen Terminvorschlag, wo Sie Arbeiten durchführen. Und wenn wir Fuzzy Logic gehabt hätten, dann wäre das nicht passiert. Weil dann hätten die gesehen, ja, nach ihrer Beschriftung ist zwar Rosenanger 6 maßgeblich, aber das ist tatsächlich Rosenanger 5. Rosenanger 5 kann auch angeschlossen. Nein, das ging nicht. Und das hat mich dazu veranlasst, dem Begriff künstliche Intelligenz noch einen Gegenbegriff an die Seite zu stellen, nämlich die künstliche Idiotie. Und die künstliche Idiotie, die beruht einfach darauf, dass eben sowas Simples wie eine Hausnummernänderung nicht mehr unter Menschen hinbekommt, sondern da muss ein ganzes Verfahren wiederholt werden. Alle Eingabevorgänge müssen nochmal erneut werden und so weiter. Ja, aber es gibt dann trotzdem sowas wie eine positive Reaktion der Telekom. Telekom hat mir nämlich schon eine Rechnung geschickt, in der es heißt, lieber Herr Hatlapa, wir beglückwünschen Sie zum Anschluss an das Glasfasernetz. Auftragsgemäß berechnen wir Ihnen jetzt monatlich für die Fritzbox so und so viel und für die Nutzung so und so viel zusätzlich zu Ihren normalen Telefongebühren. Ja, also da konnte ich sehen, irgendwo lebt da noch was anderes. Ja. Aber irgendwie passt es auch nicht zusammen. Aber nicht im Sinne von Fuzzy Logic, wo man diese unpassenden kleinen Unterschiede überwinden könnte, sondern das sind zwei ganz unterschiedliche Welten, die da aufeinandertreffen. Und natürlich ist es sehr, sehr schwierig, wenn man jetzt da anruft und sagt, der Anschluss ist bei mir aber noch gar nicht gelegt und das geht nicht, dass ich da jetzt schon alles Mögliche abgezogen kriege, weil ruf da an und du hörst nach 20 Minuten eine Stimme, tut uns leid, alle Mitarbeiter befinden sich im Gespräch, versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ja, wie kommuniziert man mit einem Konzern, der Kommunikation zu seiner Chefsache gemacht hat, ja? Das ist nicht einfach, ja, kann ich euch sagen. Also, ich bin gespannt, wann Sie das korrigieren werden. Ja. Na schön, also ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit. Der Roshi sitzt da, liegt da jetzt im heißen Quellenbad und über uns waberten die Dampfwolken und so. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt mal meine Stunde. Da kann ich ihn mal ansprechen auf die Heisenbergsche Unschärferelation. Also das ist eine Sache aus der Atomphysik, ja. Und dann habe ich da gerade angesetzt und habe gesagt, also dein Vortrag von neulich, den ich mit Kosan da übersetzt habe, und wo es um die Fuzzy Logic ging und so. Und dieses schöne Basso-Beispiel da genannt wurde.
Das hat mich an die unschärfe Relation von Heisenberg erinnert. Und der Roshi sagte daraufhin: Dein Handtuch fällt ins Wasser. Und damit war das Gespräch über die unschärfe Relation beendet. Gut, wir haben dann noch eine Weile da in diesem kochenden Wasser geschmuggelt, aber für Diskussion und weitere Erörterung war kein Raum. Ja, das war so eine Art, wie Roshi uns belehrt hat. Er war immer im Hier und Jetzt, er hat immer diese lebendigen Äuglein, die genau mit allem, was gerade ablief, in Kontakt waren. Und da war kein Raum für irgendwelche epischen Sachen. Ich habe ihn trotzdem mal angesprochen. Du hast so viele philosophische Bücher, ganze Bücherstände stehen voll davon. Müssen wir uns mit Philosophie beschäftigen als Zen-Leute? Da hat er gesagt, nee, ist nicht nötig. Ich dachte, aber du tust es doch. Dann sagt er, ja, ich liebe ja die Philosophie. Aber es ist nicht nötig, um auf dem Zen-Weg voranzukommen. Gut, also das war mein Lehrer Oisaidan Roshi, der nämlich am 26. April 110 Jahre alt geworden wäre nach japanischer Zählung. Und meine andere große Lehrerin war die schon häufig von mir erwähnte Lorena. Und Lorena war die Schwester meiner Großmutter und die wäre jetzt am 3. März 121 Jahre alt geworden. War ein bisschen älter als der Roshi. Und Lorena, die hatte eine ganz schön wilde Zeit in der Weimarer Republik, hatte sie ein, wie man damals sagte, ein Verhältnis mit einem Japaner, der vier Kinder hatte und dessen Frau in der Psychiatrie war. Und zwar 8 Jahre lang und irgendwann hat sie gesagt, der Mann ist mir zu verrückt, er hatte so viele kreative Ideen. Sie musste sich jeden Abend wieder auf was Neues einstellen. Irgendwann war ihr Bedarf erschöpft, sich darauf einzustellen. Und dann haben sie sich getrennt und sie ist mir sehr nahe gekommen zu einer Zeit, als ich mit einer schweren Leberentzündung aus Peru zurückgekommen war und 11 Monate lang mit dieser Hepatitis zu tun hatte. Und zwar überwiegend in der Isolationsstation vom Krankenhaus in Bremen. Und da hat sie mir immer meine Träume gedeutet und mich irgendwie aufgemuntert und so. Und ich dachte immer nur, die arme Frau, die bietet mir da jetzt an, ich soll mich mit ostasiatischer Literatur beschäftigen. Sie hat mir sogar empfohlen, hatte mir gesagt, ach, ich wünschte manchmal, du könntest mit einem Zen-Meister zusammenleben. Ja? Ja, war eine schöne Idee, aber ich dachte nur, schade, sie versteht die Wirklichkeit nicht. Sie hat nicht das Kapital gelesen. Sie weiß nicht, welche Gesetzmäßigkeiten uns regieren und so weiter. Später erfuhr ich dann, dass sie selber das Kapital sehr wohl kannte und gelesen hatte und damals in ihren jungen Jahren Kommunistin in Sachsen gewesen ist. Aber sie fand den Kommunismus zu herzlos und hat sich deshalb davon wieder abgewandt. Ja. Also schon früh hat sie sich mit den Fragen von Leben und Tod beschäftigt, nämlich als sie ungefähr 5 Jahre alt war, da wäre sie einmal fast ertrunken.
Und bei dieser Gelegenheit hatte sie ein, wie man heute sagt, ein Nahtoderlebnis. Und sie sah über sich den hohen blauen Himmel und wollte nicht mehr zurückkehren. Und später, als sie dann einmal gefragt wurde, ob sie Angst vor dem Sterben habe, da sagte sie nur, nein, ich habe den hohen blauen Himmel gesehen. Ja, 1933 emigrierte sie mit ihrem späteren Mann, der 30 Jahre älter war, Alexander Rustow, über die Schweiz in die Türkei vor den Nazis. Alexander, ihr Mann, der stand schon auf der schwarzen Liste bei den Nazis, weil der eigentlich Wirtschaftsminister unter einer dieser Weimarer Regierung werden sollte. Und das war ja klar, dass die den dann umgebracht hätten. Jedenfalls sind sie dann in die Türkei Atatürks ausgewandert. Atatürk suchte Deutsche und andere Wissenschaftler zum Aufbau der Universität Ankara. Und gut, also in dieser Zeit, 17 Jahre waren die beiden insgesamt in der Türkei. Und der Alexander, der hatte schon 6 Kinder. Und er wollte deshalb in dieser Zeit kein weiteres Kind haben. Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja auch 6 Kinder. Und wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, der noch ein Kind haben wollte, dann würde ich mich damit schwer tun. Also, mal abgesehen davon, ob das überhaupt noch klappen würde, ja, will ich jetzt gar nicht von sprechen. Kurz und gut, Lorena hat sich dieses Kind aber ertrotzt. Und ja, Frauen haben da ihre Möglichkeiten, das hinzukriegen, auch wenn der Mann das nicht will. Und sie bekam dann ihren Sohn Helmut. Und bei der Geburt wäre sie aufgrund der hygienischen Verhältnisse in der Türkei fast gestorben, mit der Kindbettfieber bekommen und alles stand auf Messerschneide. Aber das war nicht das einzige Mal, dass ihr Leben mehr oder weniger am seidenen Faden hing. Als der Atatürk gestorben war, da kamen andere Kräfte in der Türkei ans Ruder. Und die haben dann mit den Nazis kooperiert und haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Pässe unliebsamer Personen aus Deutschland nicht mehr verlängert wurden. Und die Türken hatten für die, die dann keine gültigen Pässe mehr hatten, hatten die so eine Vorgehensweise, die wurden ins Niemandsland getrieben und wurden da erschossen. Und so sind sie und ihr Mann auch in dieses Niemandsland geraten und haben mit ihrem sicheren Tod gerechnet. Und tatsächlich wurden sie aber doch gerettet, nämlich von einem Schiff. Und Lorena, die hat damals so in ihrer Gemütsverfassung ein Gedicht verfasst, das Silberschiff. Und das heißt: Du fliegst, du silbern Schiffe, weil ich dein Segel bin. Auf Gischt und Wellenriffe fahren wir schnell dahin. Durch mich wirst du zum Vogel, du erdenschweres Boot. Es sprüht und lacht das Wasser, die Liebe und der Tod. Wir treiben auf dem Meere, so heiter ohne Schwere, als flögen wir davon. Auch morgen sind wir beide im großen Nichtsein schon. An dieser Stelle mache ich jetzt mal einen Punkt.
hätte noch mehr für euch, was spannend sein könnte, aber es reicht, dass wir die blaue Perle vor uns haben und wissen, was sie meint, im großen Nichtsein schon anzukommen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.